Gute Fahrt wünscht euch der Fonsdorf Weekends. Spürbar anders. Hi Victoria, grüß dich. Hallo. Herzlich willkommen im Fonsdorf Weekends. Victoria, schau mal, wir haben richtig was Sportliches für dich vorbereitet heute. Das ist geil, oder? Zlatko! Ach, na klar! Hi, Zlatko. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Fahrt. Hier ist der Schlüssel. Dankeschön. Danke. Sollte mal dranbleiben. Ui! Der zieht gut, ne? Ja. Welcher zieht besser? Deiner oder dieser hier? Ja, als Beifahrer ein bisschen schwierig zu beurteilen, aber kommt hin. Ähnlich, ja. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel der hier hat. 200? 240 soll der haben, ja. Ja, also meine liegt da ungefähr. Du bist ja in Bosnien geboren, ja, ne? Ja, richtig. Und dann bist du irgendwann nach Deutschland direkt gekommen? Ja, das war 1992, da war ich 6 Jahre alt. Da warst du 6 Jahre alt, das heißt, du erinnerst dich ja auch an Bosnien. Aber ihr seid geflüchtet, ne? Ja, genau, das war so halt, weil meine Eltern sind hier? Halt, ja, rechts, gemischte Ehe, ne? Halt, mhm. Und dadurch, dass das da zu dem Bürgerkrieg dann so war, dass ja, die einen gegen die anderen waren, war das halt auch nicht gern gesehen, ne, diese Mischung. Und dann war das so, waren wir so mit die Ersten, die dann so flüchten mussten. Weil da Vorkommnisse waren wie, dass auf unser Haus geschossen wurde oder Handgranaten aufs Haus flogen. Und das war so der Zeitpunkt, wo meine Eltern den Entschluss gefasst haben, okay, wir müssen hier weg. Aber das ist dann schon eine krasse Karriere, ne? Also wenn man erstmal sagt, sowas ist in deinem Leben passiert, auch für deine Eltern, die kommen hier hin, die haben wahrscheinlich nicht Deutsch gesprochen. Nein. Also sind nach Deutschland gekommen. Genau, ne? Wir haben dann zu der Zeit in Nürnberg gewohnt. Ja. Bin dann auch direkt ziemlich schnell in den Fußballverein da gegangen. Und so fing das dann mit dem Fußball an. In Polen hast du ja vorher gespielt, ne? Ja, aber du warst vorher auch schon mal bei Arminia. Ich habe ja. Ne? Längere Zeit, ja. Ich habe in der Jugend bei Arminia gespielt und wurde da Profi. Und dann fing so die Karriere an und dann fing auch das Reisen an. Okay, und dann bist du ein bisschen rumgereist und dann bist du wieder nach Ostwestfalen. Wieder nach Ostwestfalen. Weil Ostwestfalen so geil ist. Ja, eigentlich. Jeder, der es nicht kennt, findet es vielleicht nicht so geil. Aber wenn man hier aus der Gegend kommt, dann kann man sich schon sehr wohlfühlen hier. Also mehr Großstadttyp oder Landei? Dann lieber die Großstadt, ja. Okay. Und du hast hier ein paar Freunde, die kommen hierher oder spielst du mit denen? Sind das Freunde aus ja, der eigentlich, Mannschaft? Ja, auch Freunde der Mannschaft, klar, aber sonst, die ich hier öfters besuche. Mhm. Der eine sitzt auch im Vorstand bei Ferl. Mhm. Dadurch hat das dann am Ende jetzt hier dieses Jahr geklappt, weil das war so immer unsere so kleine Absprache. Wenn es mal zum Ende der Karriere geht, dann hätte er mich gerne hier gesehen und jetzt hat es halt da mal funktioniert. Okay, okay. Zum Ende der Karriere. Möchtest du uns jetzt hier etwas erzählen? Nee, aber ich bin 33, werde bald 34 und das ist halt auch nicht mehr das jüngste Alter für einen Fußballer. Das stimmt. Ja, jetzt jemals welche Planungen im Voraus in 1-2 Jahren, das mache ich eher nicht. Sondern klar, ich schaue in die Zukunft, bereite mich vor auf die Zukunft, mit Fortbildung, Studium, jetzt mit dem Trainerschein Was angefangen. Was studierst du denn? Ich habe Sport und Management studiert. Bist du aber fertig? Ja. Note? Eine 3. Ja, da. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das mega gut ist. Also, ich hab's bestanden? Ja, das stimmt. So, mit einer 3 hast du sogar nicht mal als schlecht. Also, es geht noch schlechter. Es geht wahrscheinlich noch schlechter, aber wie gesagt, ich hab da 10 Jahre lang erstmal nichts gemacht und da war das so ein bisschen erstmal so eine Umstellung, da wieder reinzukommen. Wieder so ins Lernen kommen. Ins Lernen kommen, aber ja, da werde ich jetzt dann wahrscheinlich auch weitermachen, wenn ich aufhöre mit dem Fußball. Gerade Favorite Song? Gerade Favorite Song. Es war jetzt kein R&B-Song, aber der läuft eigentlich auch in der Kabine immer. Okay, das ist interessant. Oh ja! Ja! Und dann warten wir kurz, bis es jetzt. Und dann. Und jetzt. Ah, ah.
mal kurz, bevor wir rausgehen, dröhnt das durch die Kabine. Ja. Ich dachte nachher. Ja. Oh, bevor wir rausgehen, dröhnt das dann durch die Kabine. Ach, krass. Ja. Okay, ich muss zugeben, hättest du jetzt einfach nur gesagt, ich hätte es niemals erkannt. Nee, deswegen sage ich ja. Also, ja, das war sinnvoll. Bei meinem Talent, singerisch Talent, wer hey, das Ding ist, je lauter die Musik ist, desto besser kann jeder singen. Das sowieso. Okay, gibt es sonst noch irgendwelche coolen Rituale, die ihr habt? Also nach dem Sieg machen wir ein Foto in der Kabine. Mhm. Und da haben wir in unserem Besprechungsraum, wie in dem Videoraum, haben wir halt so eine Wand, da sind die Wappen von den Gegnern drauf. Mhm. Und nach jedem gewonnenen Spiel kommt über das Wappen oder über das halbe Wappen kommt unser Bild. Oh, wie cool. Und so versuchen wir dann halt jedes Wappen mit dem Sieg zu bedecken. Ja. Das ist Motivation auf jeden Fall. Das ist dann Motivation, dass am Ende der Saison jedes Wappen bedeckt ist. Wann warst du das letzte Mal richtig fett feiern? So mit richtig betrunken, wo du am nächsten Tag dachtest, okay, das war gerade richtig scheiße. Das war nach dem Pokalerfolg. Ja? Ja. Das war so ungefähr, das war sehr feuchtfröhlich. Und aber der Anlass war dafür gegeben. Und, ja, das stimmt. Habt ihr euch verdient. Ja. Wo aber war sonst, das? Wo habt ihr da gefeiert? Dadurch, dass unser vom Café Europa der Besitzer, glaube ich, auch hier aus Verl kommt. Mhm. Und wir dann immer herzlich eingeladen sind im Café Europa, gehen meistens die Abende dann auf dem Café Europa weiter. Ja. Okay. Wer hat sich beim Feiern da im Café so richtig daneben benommen? Wer hat es richtig verkackt, wo ihr nachher meinte, boah, das war richtig peinlich? Ja, an dem Abend waren schon einige Sachen, die wir aber wirklich jetzt so leider nicht auch sagen nicht können. Nicht mal eine? Eine Sache, eine, die sowieso alle im Café gesehen haben, sowas. Ach komm, das auf ist raus. Wirklich so, bleib doch unter das sind so uns. Wirklich so Sachen, die so halt in der Kabine bleiben. Ach, es gibt komm. Ja so Sachen, die Sachen, die irgendwo passieren, die bleiben dort. Das sind so Gesetze, die man dann auch befolgen sollte. Nein, das macht niemand. Es kommt das immer raus. Es kommt immer raus. Und das ist dein Moment. Da muss ich nochmal mit wem anderes reden. Bei irgendwem kriege ich das noch raus, das weißt du, ne? Also du kannst es jetzt einfach machen oder ich muss jeden Einzelnen ausquetschen. Ja, dann, ich gebe dir eine Aufgabe, dann hast du wenigstens noch was zu tun. Weil, wie gesagt, ist ja auch spannend, sich mit so ein paar Jüngeren zu unterhalten. Die haben ja auch andere Themen und vielleicht... Als ob wenn du so clever, ein Opa bist aber, ne? Nee, aber wenn du es clever anstellst, vielleicht kannst du so einen Jüngeren auf die Schliche kommen. Ich versuch's auf jeden Fall. Vielleicht kannst du ja irgendwie anders versuchen. Keine Ahnung, es gibt ja immer Möglichkeiten. Möchtest du mir jetzt Tipps geben? Weil das finde ich super. Komm, sag. Naja, als Frau ist ja immer, Frau hat man es vielleicht ein bisschen einfacher, als wenn ein Mann versucht, irgendwas zu entlocken. Okay, aber Fragen. Also ich möchte jetzt nicht das kommen, jetzt zieh dir mal ein anderes Oberteil an, dann läuft das schon. Würde vielleicht helfen, aber das ist dir überlassen. Das müsstest du selber entscheiden, aber... das ist halt so, wie es... Also hier jetzt, dann wären wir beim Stadion. Aber da kommen wir gar nicht rein, ne? Ja, ich könnte die Schranke anrufen, dann können wir rein. Aber ja! Ja, dann kommst du wir auch... Wir gehen einmal gucken. Dann kommst du auch mal in den Genuss der Sportclub-Arena. Hast du schon angerufen? Ja, deswegen geht's hoch. Ach so, du rufst wirklich die Schranke an? Ich rufe wirklich die Schranke an. Ich dachte, du meinst einen Mensch, der an der Schranke sitzt? Nein, also wir sind schon hier... Okay. Fortgeschritten, ne? Das ist ja, du möchtest immer gewinnen. Ja. Eben hast du auch gesagt, du bist Realist. Also was wünschst du dir für ein Ergebnis gegen Berlin? Und was denkst du, ist das realistische Ergebnis? Ist alles möglich. Und das haben wir in den zwei Runden gezeigt. Mhm. Und so werden wir das nächste Spiel auch angehen. Wir werden vorne Gas geben. Wir werden versuchen, das Spiel zu gewinnen. Ja. Und gib mal einen realistischen Tipp. Hau raus. Ich tippe auf ein 2-1. Für... SC Verl. Alles klar. Oh, ich habe noch eine Frage. Echt? Ja, ich habe noch eine Frage. Ja. Wer hat den schönsten Bart aus der Mannschaft bei euch? Aha. Was würdest du sagen? Ja, ich glaube, da gibt es noch den Miki, Daniel Mikic, der auch ähnlich wie ich einen Bart habe, aber das aber ist... Aber welcher ist schöner? Ich würde ganz klar sagen, meiner. Ja? Ja. Okay. Du hast es geschafft. Ja, sehr gut. Dann, ich befreie dich. Ja. Das war doch eine gute Fahrt, oder nicht? Ja, hat was gemacht. War okay. Aber was anderes. Dann lasse ich dich jetzt genau hier raus. Ich habe heute zwar frei, würde sonst auch hier bleiben, aber
Ich glaube, der Trainer freut sich, wenn du noch bis nach Hause joggst, bis nach Bielefeld. Vielen Dank. Habe ich noch ein Stückchen. Ja, danke dir. Ciao. Ja, ciao.